Während die weltweite Luftfahrt damit beschäftigt ist, alle Fixkosten so gut wie möglich zu reduzieren, ohne dabei die hoffentlich schnell nach der Krise wieder vollumfänglich gebrauchte Kapazität der jeweiligen Fluggesellschaft einzuschränken, stellt die Lufthansa jetzt schon ein paar sehr konkrete erste Restrukturierungsmaßnahmen vor. Darunter befindet sich eben auch die Abwicklung der Fluggesellschaft Germanwings. Grund genug, um heute noch einmal über die aktuelle allgemeine Lage zu sprechen und über eine Fluggesellschaft, deren Verschwinden von der einen Seite als scheußlich und kaltblütig bezeichnet wird, auf der anderen Seite eher als längst überfällig. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ganz nüchtern betrachtet hat die Lufthansa Group vor mittlerweile schon wieder gut einer Woche ein erstes Restrukturierungspaket vorgestellt. Was bedeutet das? Eigentlich ist es ganz einfach, auch wenn man heute natürlich noch lange nicht so richtig weiß, wie lange es noch Ausgangsbeschränkungen, Reisebeschränkungen in den ganzen verschiedenen Ländern überall auf der Welt geben muss, um die jeweiligen Gesundheitssysteme dann eben nicht mit zu vielen dann riskierten Neuerkrankungen zu überlasten. So wird sich heute natürlich schon längst ausführlich damit auseinandergesetzt, welche Bereiche des öffentlichen Lebens man jetzt wieder kontrolliert Stück für Stück hochfahren kann. Und die Luftfahrt gehört nun mal nicht dazu. Also die gehört so gar nicht dazu. Die meisten Fluggesellschaften, vor allem hier im Raum Europa, haben jetzt tatsächlich gerade erst in den letzten gut 2 Wochen das erreicht, wovon wir schon die ganze Zeit sprechen. Also das Herunterfahren der Flugpläne auf ein absolutes Minimum. Das heißt 90, 95 oder noch mehr Prozent weniger Kapazitäten als vor der Krise. Die großen Low-Cost-Carrier hier in Europa, also Ryanair und EasyJet, waren mit ihrer Betriebseinstellung, könnte man schon fast sagen, unwesentlich früher dran. Beim Blick in Richtung Fernost stellt man hingegen fest, dass beispielsweise der chinesische Inlandsverkehr schon wieder ganz gut angezogen hat. Das wird dort also alles wieder langsam hochgefahren. Die Werte liegen aber noch immer knapp 60% unter den eigentlich für diesen Teil des Jahres erwarteten Werten. In den Vereinigten Staaten hingegen sieht der Luftraum zum aktuellen Zeitpunkt rein subjektiv betrachtet dann doch irgendwie noch ziemlich voll aus und ist es tatsächlich auch. Auch hier bleiben mittlerweile gut 5 von 10 Flugzeugen am Boden, aber mehr halt eben auch nicht. Und mittlerweile findet man im Internet eine ganze Menge richtig spannender Artikel, in denen vermeintliche Luftfahrtexperten erklären, dass man dem Inlandsverkehr in den Vereinigten Staaten vielleicht doch eher eine nochmal etwas andere Bedeutung zuschreibt, als wir das hier eventuell in Deutschland tun würden. Das ist jetzt wirklich keine Analyse, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist gerade wirklich nur meine persönliche Einschätzung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, was wir jetzt gerade in der weltweiten Luftfahrt beobachten können, dass das so ziemlich das Minimum ist, was wir luftfahrttechnisch in dieser Krise erleben werden. Mit anderen Worten, das, was da gerade noch in den Vereinigten Staaten an Inlandsverkehr stattfindet, ich glaube kaum, dass man das von dort aus noch weiter runterfahren wird. Vielleicht irre ich mich aber auch, gerade wenn es irgendwie nochmal zu einer zweiten großen Welle an Neuerkrankungen kommen sollte. Man kann auch wirklich nicht davon sprechen, dass es sich da in den USA gerade um eine sehr entspannte Situation handelt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das hier schon das Minimum luftfahrttechnisch sein wird. Gut, und was bedeutet das jetzt für Deutschland und für Europa? Naja, erst einmal, dass das alles sicherlich noch eine ganze Weile dauern wird, die Zahl der durchgeführten Flüge dann aber schon bald wieder leicht ansteigen könnte. Genauso, wie sich das jetzt eben auch in China beobachten lässt. Wichtig ist, da darf man jetzt natürlich nicht nur schwarz und weiß sehen. Das ist eine dynamische Situation. Und genauso dynamisch, wie das Herunterfahren der Kapazitäten auf nahezu null war, wird auch das Hochfahren der Kapazitäten sein. Und man muss sogar davon ausgehen, dass es über ein Jahr, wahrscheinlich sogar deutlich über ein Jahr dauern wird, bis man die Kapazitäten aus der Zeit vor der Krise wieder wirklich gebrauchen und füllen kann. Und das ist ja tatsächlich auch irgendwo ganz gut nachvollziehbar. Dafür muss man jetzt keine große Marktanalyse starten, sondern da reicht ja ein recht einfacher Blick auf die Sache. Viele international agierende Unternehmen, das müssen ja gar nicht unbedingt große Unternehmen sein, viele Unternehmen haben zum aktuellen Zeitpunkt ganz einfach eine recht überschaubare Auftragslage und auch das muss logischerweise erst wieder langsam hochgefahren werden. Viele Privatpersonen, die vor kurzem gerne verreisen wollten und auch sicherlich aus touristischen Gründen in naher Zukunft wieder verreisen möchten, haben entweder nicht mehr das Geld für eine erneute Reisebuchung oder möchten eventuell auch einfach das Geld für eine erneute Reisebuchung jetzt gerade nicht unbedingt ausgeben. Und das kann man den Reisenden ja auch wirklich nicht übel nehmen. Denn wollte man in den letzten 3 Jahren so wie halt sonst auch immer verreisen, dann konnte man durchaus etwas Pech haben. Möglicherweise musste man sich mit irgendwelchen Airline-Pleiten rumschlagen, hatte irgendwelche Probleme mit komischen Flugänderungen, bekam die Kosten nicht zurückerstattet oder hatte ganz einfach mit einer nicht ganz so guten Stimmung in der Airline und damit in der ganzen Reiseindustrie zu tun.
gut möglich und gut nachvollziehbar also, dass man in Anbetracht der aktuellen Situation und in Anbetracht der Tatsache, dass auch regierungsseitig höchstwahrscheinlich den ganzen Sommer über von einfachen Urlaubsreisen abgeraten wird, dass man sich da die ganze Sache nochmal überlegen wird und diesen Sommer eventuell doch nochmal etwas anderes macht bzw. ganz einfach zu Hause bleibt. Damit wieder zurück zur Lufthansa. Die haben jetzt also in diesem ersten Restrukturierungspaket, was irgendwie auch schon mal krass klingt, also Restrukturierung ist schon mal ein unangenehmes Wort und erstes klingt auch danach, als würde es irgendwann nochmal was Zweites geben. Aber gut, die haben jetzt also in diesem ersten Restrukturierungspaket ganz konkrete Reaktionen auf die zu erwarten schwache Nachfrage festgelegt. Was man wissen muss, Kapazitätsplanung bei einer Fluggesellschaft, gerade bei einer so großen Fluggesellschaft, ist Jahr für Jahr immer und immer wieder eine echt ziemlich große Herausforderung. Denn so gut wie keine Fluggesellschaft kann sich heute am Markt über einen längeren Zeitraum Überkapazitäten erlauben. Das Umfeld mit all den starken Konkurrenten hat in einem harten Wettbewerb dafür gesorgt, dass gerade die deutschen Fluggesellschaften mit ihren doch immer mal wieder etwas zu komplexen Tarifstrukturen im Vergleich zu den noch recht jungen Low-Cost-Fluggesellschaften etwas zu unflexibel sind und einfach sehr viel Geld für Personal ausgeben und die sowieso schon geringe Gewinnmarge damit entweder weiter geschmälert oder teilweise sogar komplett aufgefressen wird. Air Berlin ist dafür ein ganz gutes Beispiel, da hier nicht nur, aber eben auch ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Verträgen und Vereinbarungen für unnötig hohe Kosten an unnötigen Stellen gesorgt hat. Und ob man es glaubt oder nicht, auch die Lufthansa hat sich über all die Jahre in genau so eine Problematik hereinmanövriert. Nicht, weil man dort doof ist oder in den letzten Jahren schlecht gemanagt hat, je nachdem wie man sieht, ist da sicherlich eher das Gegenteil der Fall, sondern vielmehr, weil dieser langfristige Umbau einer so großen Airline-Gruppe die einzige Chance ist, um langfristig alte Strukturen aus dem Unternehmen zu verbannen. Und damit kommen wir zu Germanwings. Diese Fluggesellschaft hat unter diesem Namen im Jahr 2002 den Flugbetrieb aufgenommen, gehörte damals zu 100% der Fluggesellschaft Eurowings, welche wiederum zu 24,9% der Lufthansa gehörte. Das ist also schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Germanwings wurde nicht als Billigfluggesellschaft der Lufthansa, aber als Billigfluggesellschaft gegründet. Lufthansa hat die gesamte Fluggesellschaft dann allerdings im Jahr 2009 gekauft von der Eurowings, machte sich im Jahr 2011 dann aber auch die Eurowings zu 100% zu eigen. Also, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ab da an wurde eigentlich nur noch neu strukturiert und umgeschichtet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das ging so weit, bis dann ab 2015 alle Direktverbindungen der Lufthansa außerhalb der Drehkreuze München und Frankfurt von Germanwings betrieben wurden. Germanwings hatte dabei gar nicht unbedingt sehr viel günstigeres Personal im Vergleich zur Lufthansa, auch wenn man natürlich fairerweise sagen muss, dass eine Germanwings nicht mit, ganz böse gesagt, den teuren Altlasten durch die Gegend geflogen ist. Aber die Fluggesellschaft hatte vor allem im Vergleich zur Muttergesellschaft eine deutlich simplere und damit auch günstigere Struktur. Gleichzeitig, und das kann man auch nicht unbedingt anders oder schöner formulieren, war der Hebel seitens der Lufthansa-Führung, den man nun auf eine Germanwings hatte, natürlich deutlich größer, als man den auf sein eigenes Personal hatte. Also es war immer deutlich einfacher, eine Germanwings kostengünstiger zu machen oder einer Germanwings zu erklären, dass das Personal produktiver werden muss, als man das bei der eigenen Belegschaft machen konnte. Wollte der Vorstand die Germanwings-Besatzung dann aber dichter an low-cost-taugliche Tarifverträge oder Vereinbarungen heranbringen, dann ging das nicht einfach so, sondern man wehrte sich natürlich dagegen. Es gab bei der Germanwings zahlreiche Streiks, um halt eben die Nähe, die tarifliche Nähe zur Lufthansa zu halten. Denn davon haben ja auch beide Seiten gut profitiert. Auf der einen Seite für junge Co-Piloten, für die war das Arbeiten bei Germanwings oft das Überbrücken bis zum Schritt ins Lufthansa-Cockpit. Auf der anderen Seite für erfahrene Co-Piloten der Lufthansa war die Germanwings oft die offene Tür zum vierten goldenen Streifen, also zur Kapitänswerdung. Über die ganzen Jahre sind all diese Möglichkeiten Stück für Stück weggefallen. Das reicht aber noch nicht. Um die aus Sicht des Vorstandes zu teuren Germanwings-Verträge wirklich loszuwerden, musste auf kurz oder lang eben auch die Germanwings verschwinden. Und so wurde immer und immer weiter verhandelt. Die Marke Germanwings wurde schon vor einiger Zeit vom Markt verdrängt. Ab 2017 war Germanwings dann nur noch für Eurowings unterwegs, hat nur noch Eurowings-Flüge durchgeführt. Und auch die Verträge entfernten sich logischerweise immer weiter von denen der Lufthansa und passten sich denen der Eurowings zu nahezu 100% an. Dass die Fluggesellschaft Germanwings dabei zwingend verschwinden muss, war damit nur noch eine Frage der Zeit, war schon längst beschlossene Sache. Und das ist ja auch kein Geheimnis, was jetzt irgendwie aufgedeckt wurde oder sowas, sondern das hat die Lufthansa-Führung nach außen hin auch mehr oder weniger so kommuniziert.
Mit der Krise hat man jetzt eben ganz einfach die perfekte Möglichkeit oder den perfekten Grund gefunden, die Fluggesellschaft genau jetzt voll und ganz am Boden zu lassen und eben nicht mehr als Germanwings in die Luft zu bringen. Damit werden die schon vorhandenen Pläne der Lufthansa von einer einheitlichen Eurowings eigentlich nur beschleunigt. Und ich möchte auch gar nicht unbedingt eine klare Position zu dem Ganzen einnehmen, bin auch sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Ich hoffe und wünsche mir natürlich nur das Allerbeste für die mehreren hundert betroffenen Mitarbeiter. Auf der anderen Seite wundert mich dieser klare und harte Schritt jetzt allerdings auch nicht so wirklich. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann muss ich mich heute bei einigen Leuten für ihre Unterstützung bedanken. Danke an Andreas, an Lasse, an Niklas, an Alexander, an Emanuel, an Sebastian und an Matthias und an nochmal Matthias. Und ein dickes Dankeschön natürlich an Moritz und an Ulrich für eure ganz besonders großzügige Unterstützung. Danke euch für euren großartigen Support und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.